Der SSC Neapel hat in der Serie A seine ersten Saisonniederlage quittieren müssen. Der Vizemeister unterlag bei Sampdoria Genua mit 0:3, 0:2 und rutschte in der Tabelle der höchsten italienischen Liga auf Platz 5 ab. Das Schicksal der Neapolitaner besiegelte der Franzose Greg Oedifrel mit einem Treffer-Doppelpack, 11. /32, schon in der ersten Halbzeit. Fabio Quagliarella machte mit einem Hackentreffer alles klar, 75. Das Überraschungsteam der Serie A ist aber derzeit der Verein Sassuolo Calcio aus einer nur 40.